Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports. Dort wird der Weltmeister gekürt. Deswegen will ich in die Formel 1 und dort eben auch Erfolg haben und gewinnen. Hi, ich bin Sophia Flörsch, ich bin 20 Jahre alt und komme aus München und ich bin vom Beruf her Rennfahrerin. Ich fahre dieses Jahr in der DTM und auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und bin dort eine der wenigen Frauen in meinem Sport. Geschwindigkeit sind viele Glücksgefühle. Glücksgefühle, Adrenalin, ja wirklich irgendwie so, klar, ein Kribbeln in den Fingern. Einfach ein richtig geiles Gefühl und was irgendwie echt süchtig macht. Als Frau hast du es immer noch schwerer im Motorsport, weil halt sehr viele Männer in diesem Sport erstmal an Frauen generell zweifeln, weil es halt noch nie eine erfolgreiche Frau gab. Eine Frau, die gewonnen hat, die schnell war und allen Männern um die Ohren gefahren ist. Schon als ich jung war, habe ich, sag ich mal, gelernt, dass du in dem Sport selbstbewusst auftreten musst, dass du auch einfach von Haus aus ein Selbstbewusstsein haben musst. Und ich glaube, als Frau noch mal ein bisschen mehr als Mann, weil es halt einfach immer noch eine Männerwelt ist. Und ich meine, weil es, sag ich mal, so wenig Frauen in unserem Sport gibt, stichst du natürlich dementsprechend immer sehr schnell sehr heraus. Und das ist bei mir halt auch so. Auch jetzt dieses Jahr in der DTM sind wir 20, 21 Fahrer und zwei davon sind weiblich und ich bin eine davon. Klar stechen wir als Frauen da mehr heraus. Ich bin dieses Jahr 2021 das erste Jahr in der DTM unterwegs, was eigentlich mal eine der höchst angesehenen Rennserien ist, die es wirklich weltweit gibt. Es ist eine Tourenwagenmeisterschaft, die dieses Jahr auch das erste Mal mit GT3-Fahrzeugen fährt. Also das sind eigentlich Straßenautos, die umgebaut sind zu Rennautos. Und das ist ein bisschen anders im Vergleich zu, was ich sonst so gemacht habe die letzten Jahre. Ich bin die letzten Jahre ja eigentlich, sag ich mal, im Formelsport zu Hause gewesen, bin Formel 4 gefahren, bin Formel 3 gefahren, also sag ich mal, die Nachwuchsserien der Formel 1. Und fahre jetzt, ja, Autos mit dem Dach. Grob gesagt. Und der Unterschied ist da wirklich, sind da wirklich die Autos. Also im Formelsport haben die Autos sehr wenig Gewicht, die sind extrem leicht, haben sehr viel Aerodynamik, sind sehr, sehr schnell in den Kurven. Vor allem hier jetzt in der DTM haben wir eigentlich das Doppelte an Gewicht, haben zwar mehr PS, aber das Doppelte an Gewicht, haben sehr viel weniger Aerodynamik und sind halt dementsprechend sehr viel langsamer. Ich mache den Sport jetzt seit 16 Jahren und als ich klein war, zwischen 4 und, keine Ahnung, 10, ist mir das nicht komisch vorgekommen, dass da nicht so viele Mädels waren. Ich fand das, mein Gott, war halt so. Aber ich wurde nicht anders behandelt oder sonstiges, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Schon im Kartsport hast du nur männliche Mechaniker gehabt, beziehungsweise Männer um dich rum, egal ob es jetzt deine, die Jungs waren, gegen die du gefahren bist oder eben dann die Teamchefs. Man sieht sich eigentlich jede Woche. Das ist wie in die Schule gehen, wenn man da seine Freundin trifft. Man ist eigentlich ein Konkurrent auf der Strecke, aber zwischendrin, weil man doch so jung ist, trifft man sich halt und ist befreundet. Und deswegen wächst man halt, sag ich mal, zusammen auf, weil man sich so oft sieht und ist halt wie so eine Riesenfamilie eigentlich. Jeder Nachwuchsrennfahrer hat einen Simulator zu Hause stehen, der, sag ich mal, die echte, reale Trainingszeit auf der Rennstrecke ersetzt. Ich versuche, die perfekte Runde zu fahren und da kommt es natürlich darauf an, den Bremspunkt so gut wie möglich für jede Kurve zu treffen, einen Lenkpunkt und die Kurven halt einfach so gut wie möglich zu treffen. So, Vorteil ist halt, sag ich mal, im Simulator, dass du unzerstörbar bist, bedeutet auch mal übers Limit hinausgehen kannst.
Angst hat nie eine Rolle gespielt. Der Unfall war schlimm. Ich glaube, schlimmer kann sowas nicht aussehen bzw. sein. Und ich bin hier und kann alles machen. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich wieder zurückkomme. Als die Ärzte mir gesagt haben, dass ich so lange keinen Sport machen darf und es so lange dauern wird, bis ich wieder gesund bin, war ich voll verwundert. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil klar, ich hatte schlimme Schmerzen, aber es war das allererste Mal, dass ich operiert wurde und das allererste Mal, dass ich im Krankenhaus war. Von daher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, erst mal 2 Monate, beziehungsweise die Ärzte haben am Anfang auch gesagt, 6 Monate, im Bett zu liegen. Das war für mich der Horror. Aber es ist dann doch alles viel, viel schneller gegangen, als die Ärzte vorhergesagt hatten. Mein Körper hat zum Glück sehr gut gearbeitet und funktioniert. Und mir war immer klar, dass ich zurückkommen will. Dafür habe ich und meine Familie und die Partner, die schon seit langem an mich glauben, zu viel geopfert, dass ich dann sage, ja, nee, ich höre jetzt auf und ich gebe jetzt auf. Das wird nicht zu mir passen. Ich bin eigentlich in der Regel ein sehr positiver Mensch. Und ja, ich bin an dem Unfall eigentlich eher gewachsen, als dass es mich menschlich zurückgeworfen hat. Unterm Strich bin ich diejenige, die im Auto sitzt und das Auto steuert. Und wenn ich mir selber nicht vertrauen will, soll ich denn dann vertrauen? Ich meine, ich bin 20 Jahre alt und ich bin selber noch, sag ich mal, hoffe ich, sehr jung. Aber klar versuche ich, sag ich mal, vor allem über Social Media, junge Mädels oder generell junge Menschen zu erreichen, um die, sag ich mal, für meinen Sport zu begeistern und generell für den Motorsport zu begeistern. Gar nicht mal so als Rennfahrer, sondern generell einfach hinter die Kulissen Einblicke zu geben, um einfach mehr Leute wieder dazu zu bringen, die dann im jungen Alter sagen, und dass sie irgendwie mal im Motorsport arbeiten wollen. Und dahingehend bin ich vielleicht ein Vorbild oder versuche eins zu sein, um halt den Motorsport wieder ein bisschen attraktiver zu machen für die Gesellschaft generell. Aber ansonsten versuche ich, sag ich mal, immer ich zu bleiben und freue mich über jeden, der irgendwie ein Bild machen will oder ein Autogramm haben will. Im Grunde fahren wir ja für die Fans. Wir wollen ja den Fans eigentlich eine gute Show geben und das ist extrem cool, jetzt vor allem nach der Covid-Zeit wieder Fans endlich vor Ort zu haben, die auch ins Paddock dürfen. Von daher ist es ja auch cool, wieder Autogrammstunden geben zu können, einfach wieder Bilder machen zu können und Menschen um sich herum zu haben, die happy sind, weil sie wieder auf der Rennstrecke sind, und genießt es dann, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen stressig ist, aber es ist immer schön. Also es ist immer noch, sag ich mal, überwiegend männlich hier, aber es sind, wenn es Frauen sind, dann meistens eher jüngere Mädels, also wirklich irgendwie so zwischen, keine Ahnung, 8 und 18, was mega cool ist und mich auch echt freut. Wir sollten noch sehr viel mehr diesen Sport machen, weil es ein Megasport ist und du es als Mädchen genauso machen kannst und eben trotzdem noch Mädchen bleiben kannst. Ich bin auch ein Mädchen mit Blau, eine Frau mit blonden, langen Haaren und Nagellack und Schminke im Gesicht, aber fahre mega geile, schnelle Autos. Und ich glaube, das wissen viele kleine Mädels nicht. Aber ja, ich hoffe, das ändert sich noch mehr. Das sagt sich halt immer so leicht, sag ich mal, selbstbewusst zu sein oder dieses Selbstbewusstsein zu haben. Das war auch bei mir nicht von Anfang an da. Also als ich 4 war, war ich auch ein ganz normales kleines Mädchen. Das Selbstbewusstsein kam auch erst über die Jahre. Und ich glaube, das habe ich auch erst dann wirklich bekommen, als ich 13, 14, 15 war. Und dann wächst es halt, sag ich mal. Und ich meine, du passt dich ja dann generell an das Umfeld an und versuchst ja, wenn du ein Ziel hast, das Ziel zu erreichen. Und es gibt halt dann einfach gewisse Sachen, die man vielleicht ändern muss und gewisse Sachen, wo man sich als Person einfach anpassen muss. Also ich meine, ich habe mit dem Sport angefangen, als ich 4 war, und ich bin jetzt 20 und mache das alles ja seit 16 Jahren, und ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. Dementsprechend gibt es für mich eigentlich wirklich keine andere Option, als weitermachen, als positiv bleiben, als versuchen, jeden Tag irgendwie das Beste zu geben, zu schauen, wie ich mich selber als Rennfahrerin weiterentwickeln kann, als Mensch, als Person weiterentwickeln kann, um irgendwann dann hoffentlich mein Ziel zu erreichen.
Boah, ist so nass war. Mega, sehr gut. Ich bin von 19 gestartet und sind gerade 9. geworden. Also meine ersten Punkte in der DTM. Was mich extrem freut, weil ich nicht mit der Erwartung in das Rennen gegangen bin. Und ich es auch eigentlich gar nicht wusste. Ich dachte, wir kämpfen irgendwie so um Platz 11 und dann so in der Inlab, ja, du bist 9. Das ist cool. Also wir bekommen sogar noch Punkte für Platz 7, weil 2 Gaststarter vor uns sind. Aber es freut mich extrem, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Mein ganz großes Ziel ist es, in die Formel 1 zu kommen, in die Königsklasse des Motorsports und da dann auch Erfolg zu haben. Und ich bin letztes Jahr Formel 3 gefahren, wo eigentlich nur noch die Formel 2 dazwischen wäre und dann die Formel 1. Also es sind eigentlich nur noch 2 Sprünge, sag ich mal, und dann wäre ich da. Aber ich weiß, wie hart umkämpft es ist. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, dass es nicht auf die wirkliche Performance, das wirkliche reine Talent ankommt, um dorthin zu kommen, sondern so viel Politik darum ist, so viel Glück du brauchst. Und dementsprechend ist es wieder so weit weg. Aber ich gebe nicht auf und ich werde weiter dafür kämpfen. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wenn ihr auch schon irgendwelche Erfahrungen habt oder vielleicht jemanden kennt, der Erfahrungen als Frau im Motorsport habt, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten findet ihr hier auf dem Kanal noch weitere spannende Filme.